Und vielleicht hier noch etwas Interessantes, den Anspruch, den sie stellen. Wenn die Kirche durch ihr oberstes Lehramt etwas als von Gott geoffenbart und als Lehre Christi zu glauben vorlegt, müssen die Gläubigen solchen Definitionen mit Glaubensgehorsam anhangen. Wenn die Kirche sagt, das ist uns offenbart worden von Gott, dann ist das so und dann müssen das alle Gläubigen, weil sie das sagen. Nicht, weil sie das begründen können, weil sie das beweisen können, weil sie das irgendwie herleiten können, sondern einfach aufgrund ihrer Autorität, dann müssen das die Gläubigen einfach akzeptieren und müssen diesen Definitionen mit Glaubensgehorsam anhängen. Ich will euch mal Beispiele zeigen, wohin das führt, dieses verwirrte Denken. Hier ist ein Zitat aus dem Buch Katholisch als Fremdsprache von Dr. Johannes Hartl, der vielleicht einige von euch mindestens vom Namen her bekannt ist, ja, der ein Doktor der Theologie ist. Also da schreibt er, wer katholischen Christen sagt, zeigt mir, wo das mit Maria und mit der Marienverehrung in der Bibel steht. Also ein Protestant sagt dem Katholiken, du zeig mir das, wo ist das in der Bibel? Dann kann er als Antwort hören, es muss nicht in der Bibel stehen. Der Heilige Geist hat uns dies nach und nach gezeigt. Verstehst du, was hier passiert? Bibel schön und gut, aber Gott könnte hinterher andere Dinge zeigen, ob die der Bibel widersprechen oder nicht. Das Letzte ist immer das Gültige. Und das ist jetzt maßgeblich. Ja? Wo ist denn da noch Sicherheit? Wo ist da noch ein Fundament? Wer kann irgendwo noch mit Sicherheit sagen, ja, das ist jetzt wirklich der Wille Gottes? Ja. In der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, gibt es massive Warnungen vor Götzendienst. Gott macht es so klar, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er will nicht, dass wir irgendeinen anderen Gott anrufen, zur Hilfe holen, uns bei ihm bergen, Schutz suchen und so weiter. Das ist so klar durch die ganze Bibel hindurch. Ja? Sogar auch nur einen Menschen anzubeten, sich vor ihm zu verneigen, ist strikt verboten in der Bibel. Ja? Und dann sehen wir, wie dann die Realität aussieht. Ja? Dass dann in der Überlieferung dann Dinge vorkommen, die das gutheißen, nicht nur akzeptieren, gutheißen und empfehlen, was in der Bibel verboten ist. Ja? Ganz klar heißt es im Katechismus, Maria wird angerufen als Himmelskönigin, ja? Als Beschützerin und als dies und als das und als jenes. So, das ist ganz klar formuliert in den Glaubensgrundsätzen der katholischen Kirche, was in der Bibel strikt verboten ist. In keinem anderen ist das Heil, kein anderer Name wird angerufen, in dem Rettung ist. Kein anderer Name. Ja? Und das wird alles außer Kraft gesetzt mit Hinweis auf die Überlieferung, die eben von der gesagt wird, ja, das hat der Heilige Geist später gesagt. Ja? Mit diesem Argument kannst du alles behaupten, ja, die Bibel ist nicht vollständig, nein, da kommen noch ganz andere Dinge hinterher oder irgendwelche Menschen kommen daher und sagen, ja, also das, was ich hier lehre, das steht nicht in der Bibel, das hat Gott mir offenbart, das ist was ganz Spezielles und nur für euch. So sind auch Leute, nicht katholische Propheten und Wanderprediger unterwegs. Ja, und sie sagen, das sind ganz spezielle Dinge, das ist nicht für das gemeine Volk, das hat Gott offenbart und ihr habt jetzt das Vorrecht, das zu hören und den Leuten mit geschmeichelt, boah, ich gehöre zur Elite und ich höre jetzt kostbare Dinge, die das Volk noch nie gehört hat. Ihr Lieben, wenn irgendjemand irgendetwas lehrt, was du in deiner Bibel nicht findest, verlass das Meeting augenblicklich, live und in Farbe und geh nach Hause und wünsch noch einen schönen Tag. Ja? Wir haben keine Veranlassung, irgendwelche Dinge uns anzuhören, die über das Wort Gottes hinausgehen. Der Kanon der Bibel ist abgeschlossen. Judas sagt, ein für alle Mal wurde der heilige Glaube überliefert. Ein für alle Mal, Punkt, da kommt nichts mehr hinzu.